Eigentlich, ich wollte Chirurg werden. Das war die erste Operation, dass sie gezeigt haben im Fernsehen, wegen der Herzoperation. Da habe ich gesehen, diese Herz da und da, das möchte ich genau machen. Ja. Ich habe meine Schule also gemacht und so, wie jeder. Ne, so. Und da muss ich einen Entscheidung treffen. Dann bin ich in die Bundeswehr gegangen, habe ein Jahr dort gemacht. Und dann war ich fertig und dann dachte ich, oh, was mache ich jetzt wieder? Da bin ich in eine Ballettschule gegangen, habe ich mir geguckt und so. Und bin ich zurück nach Hause und dann war so durcheinander, ja, warum habe ich vorher nicht gemacht? Das hat mir sehr gut gefallen, sehr gut gefallen. Für mich war, boah, ich habe alles gegeben, ne? Wirklich alles gegeben. Und dann nach 2 Jahren habe ich ein Stipendium bekommen. Als Tänzer aufgehört habe ich 2003 und 2004 habe ich angefangen als Ballettmeister, Trainingsleiter hier in Ulm. Ballettmeister gibt Training jeden Morgens, assistiert der Choreograf. Ja, jetzt seit 2009, Januar 2009, bin ich hier als Ballettdirektor und habe viel Spaß. Wenn du mit Emotionen tanzt, du gehst wie in Trance. Du denkst nicht mehr, ah, jetzt muss ich die Technik machen oder so, weil, nein, es kommt einfach. Wenn ich ein Stück mache, ja, ich erzähle zu den Tänzern, in welche Richtung gehen will ich. Ja, ich möchte gerne in diese Richtung mit euch gehen. Ja. Wie? Ich weiß es nicht. Weil, wenn ich wusste, dann wäre schon gemacht, dieses Stück. Herum scheint immer die Sonne. Und dann ist es selbstverständlich. Das ist normal, dass es so ist. Wie die Klopapier. Wenn er nicht mehr da ist, du weißt, wie wertvoll er ist. Ne? Ja, Ulm hat mir wirklich die Chance gegeben, mich zu entwickeln. Das ist einfach so. Und Rom hätte mir diese Möglichkeit nicht gegeben. Ich bin zufrieden, ja. Ich bin zufrieden.